Willkommen zu Liberty and Peace Now, Human Rights Supporters. Mein Name ist Andreas Klamm-Saberort. Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen proklamiert im Jahr 1948 Artikel 1 bis Artikel 10. Artikel 1. Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und sollen einander im Geist der Brüderlichkeit begegnen. Artikel 2. Jeder hat Anspruch auf die in dieser Erklärung verkündeten Rechte und Freiheiten, ohne irgendeinen Unterschied, etwa nach Rasse, Hautfarbe, Geschlecht, Sprache, Religion, politischer oder sonstiger Überzeugung, nationaler oder sozialer Herkunft, Vermögen, Geburt oder sonstigem Stand. Des Weiteren darf kein Unterschied gemacht werden aufgrund der politischen, rechtlichen oder internationalen Stellung des Landes oder Gebiets, dem eine Person angehört, gleichgültig, ob dieses unabhängig ist, unter Treuhandschaft steht, keine Selbstregierung besitzt oder sonst in seiner Souveränität eingeschränkt ist. Artikel 3. Jeder hat das Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit der Person. Artikel 4. Niemand darf in Sklaverei oder Leibeigenschaft gehalten werden. Sklaverei und Sklavenhandel sind in all ihren Formen verboten. Artikel 5. Niemand darf der Folter oder grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe unterworfen werden. Artikel 6. Jeder hat das Recht, überall als rechtsfähig anerkannt zu werden. Artikel 7. Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich und haben ohne Unterschied Anspruch auf gleichen Schutz durch das Gesetz. Alle haben Anspruch auf gleichen Schutz gegen jede Diskriminierung, die gegen diese Erklärung verstößt und gegen jede Aufhetzung zu einer derartigen Diskriminierung. Artikel 8. Jeder hat Anspruch auf einen wirksamen Rechtsbehelf bei den zuständigen innerstaatlichen Gerichten gegen Handlungen, durch die seine ihm nach der Verfassung oder nach dem Gesetz zustehenden Grundrechte verletzt werden. Artikel 9. Niemand darf willkürlich festgenommen, in Haft gehalten oder des Landes verwiesen werden. Artikel 10. Jeder hat bei der Feststellung seiner Rechte und Pflichten sowie bei einer gegen ihn erhobenen strafrechtlichen Beschuldigung in voller Gleichheit Anspruch auf ein gerechtes und öffentliches Verfahren vor einem unabhängigen und unparteiischen Gericht. Das war Artikel 1 bis Artikel 10 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, proklamiert im Jahr 1948 von den Vereinten Nationen in New York City. Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte ist universell und weltweit gültig. Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen finden Sie auch im Internet bei Liberty and Peace Now, Human Rights Supporters. Die Adresse von Liberty and Peace Now ist www.libertyandpeacenow.org. Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte ist zu lesen bei www.libertyandpeacenow.org, menschenrechte.htm. Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte finden Sie zum Lesen bei www.ibstelevision.org/menschenrechte.htm. Ausführliche und weitere Informationen finden Sie natürlich auch in meinem Buch, eines von 9 Büchern, das ich schreiben und veröffentlichen konnte, Liberty and Peace Now, Human Rights Supporters. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Mein Name ist Andreas Klamm-Saberort, Gründer und Herausgeber von Liberty and Peace Now, Human Rights Supporters. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche Ihnen nur das Beste.